Auf der internistischen Station ist Dr. Silvia Sommerfeld im Dienst. Ihr nächster Patient wird von seinen besorgten Eltern aus der Notaufnahme gebracht. Was dem 18-Jährigen wirklich fehlt, soll noch für ein aufwühlendes Familiendrama sorgen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, das ist mein Sohn, der war beim Sportunterricht an der Uni und dann ist er zusammengebrochen. Wir sind dann, haben ihn sofort abgeholt und irgendwas stimmt da nicht. Hallo, Sommerfeld. Hallo? Guten Tag, Sommerfeld, das sind die Eltern. Hallo. Guten Tag. Schwester Birgit. Wir gehen am besten mal ins Behandlungszimmer. Ja. Das ist der Herr Richter, beim Sport zusammengebrochen. Sie sind die Eltern? Ja. Tim Richter kam heute zu uns auf Station, weil er im Rahmen des Sportes einen Schwächeanfall erlitten hatte. Und jetzt sollte die Ursache für diesen Schwächeanfall bei uns auf Station abgeklärt werden. Nehm dich mal ganz locker zurück. Beine mal da hoch. Okay. Gut so? An der linken Niere hat er eine Zyste. Die macht eigentlich gar keine Probleme. Und er muss in einigen Wochen muss er wieder zu mir in Check-up. Also das wird regelmäßig kontrolliert. Regelmäßig auf jeden Fall. Ja, okay. Was war denn passiert? Was ist denn passiert jetzt beim Sportunterricht? Wir hatten ganz normalen Sport. Ja. Und dann weiß ich nichts, dann bin ich einfach weggekippt. Einfach weggekippt, ja. Also wie so ein Schwächeanfall, ja. So klingt es ja. War sowas früher schon mal gewesen? Nein. Oder? Nein, das war jetzt das allererste Mal. Ja. Anamnestisch bekannt bei dem jungen Mann waren zwei Zysten im Bereich der linken Niere. Diese hatten jedoch bei regelmäßigen Kontrolluntersuchungen nie irgendwelche Symptome gezeigt und hatten sich auch nicht verändert. Das heißt, es ist relativ unwahrscheinlich, diese Zysten jetzt als ursächlich für den Schwächeanfall anzusehen. Okay. Haben Sie denn schon irgendeinen Verdacht? Nein, ich kann bisher gar nichts sagen. Okay. Da müssen wir jetzt erstmal schauen. Wir nehmen Blut ab, dann warten wir die Blutergebnisse ab, gucken uns das an. Ich höre jetzt noch mal auf Herz und Lunge. Ja. Und dann schauen wir weiter. Ich denke, es ist wichtig, dass er jetzt erstmal hier bei uns bleibt, dass wir in Ruhe wirklich gucken können, was da der Hintergrund ist. Ja? Sie haben jetzt vor dem Sport ausreichend gegessen? Ja, viel Gemüse und Fleisch von meinem Papa. Fleisch vom Papa? Ja, wir haben eine Metzgerei schon seit zig Jahren, Familienbetrieb. Und auch das Gemüse, das ist immer erste Wahl, das ist immer alles super frisch. Verstehen. Wir schlachten auch selber und von daher, die Ernährung ist Tradition. Sehr oft, ja. Die Laboruntersuchung sollte uns hier schon wichtige Hinweise liefern, in welche Richtung das gehen könnte. Leben Sie denn bei Ihren Eltern? Nein. Nein? Ich war ein halben Jahr hier in Köln BWL-Lamm studieren. Ah ja, Sie sind fürs Studium hier. Den Betrieb der Eltern, die Metzgerei. Genau, wir wohnen im Bergischen und er ist dann nach Köln gezogen, weil er soll ja auch immer später einen Betrieb übernehmen, deswegen studiert er dann auch Wirtschaft. Aber es kriegt auch gut hin. Ich würde ihn ganz gern jetzt mal hier behalten, weil bisher haben wir noch überhaupt keinen Anhalt. Alles, was wir bisher geguckt haben, ist erstmal unauffällig. Wir brauchen das Ergebnis der Blutuntersuchung, einfach um schon mal ein bisschen klarer zu sehen. Bisher scheint es für den Kreislaufkollaps des Studenten keine medizinische Erklärung zu geben. Ob seine Vorerkrankung der Nieren dafür verantwortlich ist, bleibt abzuwarten. Doch schon bald stellt sich heraus, dass Tim etwas vor seiner Familie verbergen will. Ein bisschen was essen? Jetzt nicht. Ein Häppchen vielleicht. Also das tut dir bestimmt gut. Das ist auch leichte Kost, das ist echt nichts Schwieriges. Also was du dir da ausgesucht hast, das ist echt... Wirklich nicht? Nee. Guck's dir mal an, pick mal rein, vielleicht gefällt's dir ja. Nee. Das? Das ist, hat er bestellt. Nee, das hat mein Sohn bestimmt nicht bestellt. Mein Sohn ist ein Fleischesser, genau wie wir alle. Ja, das hat er bestimmt nicht bestellt. Da fehlt ja das komplette Fleisch. Doch, ich hab das so bestellt. Wieso? Da, wo leer ist, sollte eigentlich das Fleisch liegen. Aber diese Massenproduktion mag ich nicht, das weißt du ganz genau. Ich esse lieber nur Qualitätsfleisch, was ich auch kenne. Ja, hätte ich mal besser was mitbringen sollen, wa? Ja. Irgendwie ein Gulasch oder so, oder ein schönes Kotelett. Tja, das Essen, was der Tim sich bestellt hatte, das entsprach bestimmt nicht so dem Gusto seines Vaters. Das war nämlich nur Rohkost mit Reis und Gemüse. Wir haben das Ergebnis der Laboruntersuchung. Und da fällt schon was auf, was mich jetzt ein bisschen verwirrt. Also zum einen sieht es so aus, als ob sie sich schlecht ernähren. Also es ist wirklich ein Nährstoffmangel, den wir hier sehen. Ich alles zu mir nehmen. Gesunde Ernährung. Also ganz wenig Eisen ist da.
Außerdem ist Folsäure ist erniedrigt. Eine Blutarmut hat er auch. Das HB ist ganz niedrig. Wie kann das denn sein? Das frage ich mich auch. Ja, also das sieht wirklich typisch so aus wie bei einer Fehlernährung. Das kann überhaupt gar nicht sein. Ja, uns wird deftig gegessen. Fleisch, Gemüse, alles vom Feinsten. Deftig muss sein, schmecken muss es, da muss Geschmack dran. Und er isst da immer mit. Also das kann nicht sein, eine Fehlernährung. Es gibt noch eine andere Sache, die im Labor auffällt. Und das sind die Nieren. Also die Nierenwerte sind deutlich erhöht. Und Sie haben ja gesagt, die ganze Zeit war das in Ordnung. Ja. Also die Zysten haben ja bisher keine Probleme gemacht. 80% ist ausreichend. Natürlich, ja. Aber das sieht jetzt im Moment auch nicht so gut aus. Da würde ich ganz gerne mal eine Ultraschalluntersuchung machen und mir die Nieren noch mal anschauen im Ultraschall. Die schlechten Blutwerte könnten, unabhängig von angeborenen Zysten, Schuld an Tims mangelhafter Nierenfunktion sein. Dies kann im schlimmsten Fall sogar eine Transplantation erforderlich machen. Doch die Ärztin entdeckt bei der Untersuchung noch etwas Besorgniserregendes. Auf der linken Seite sind zwei Zysten zu sehen. Mhm. Ja? Und das sind wohl auch die, die bekannt sind, die er schon länger hat. Ja. Mal abputzen auch. Aber auf der rechten Seite ist auch was zu sehen. Da ist eine richtig große Zyste zu sehen. Auf der rechten Seite sind Sie sicher? Ja, bin ich ganz sicher. Beide Nieren betroffen? Dass beide betroffen sind, ja. Und dass wir das weiter abklären müssen, bedeutet das. Die von mir dann durchgeführte Ultraschalluntersuchung beider Nieren zeigte überraschenderweise einen neuen Befund, nämlich eine große Zyste im Bereich der rechten Niere, die bis dahin nicht bekannt war und die von ihrer Größe her auch durchaus gesundes Nierengewebe hätte verdrängen können. Und welche Gefahren bestehen dabei jetzt? Die Gefahr bei Ihrem Sohn ist jetzt natürlich, da die eine Niere ja schon die Zysten hat und da auch schon die Funktion etwas eingeschränkt ist. Sie sagten ja 80%. Das heißt, wenn wir jetzt auf der anderen Seite auch noch eine Funktionseinschränkung bekommen, das wollen wir auf keinen Fall, weil das könnte dann wirklich so weit gehen, dass es bis zur Dialyse, also bis zur Blutwäsche kommen würde. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da schauen und auch sofort reagieren. Diese Ängste waren durchaus berechtigt. Man konnte sie zu dem Zeitpunkt nicht sicher ausschließen. Und uns war es aus dem Grund, um das eben zu verhindern, ganz wichtig, jetzt rasch weitere Schritte einzuleiten. Bevor sich die Nierenwerte des Studenten weiter verschlechtern, muss so viel gesundes Gewebe wie möglich erhalten werden. Deswegen hat die Ärztin ihren Patienten Tim sofort für eine Notoperation angemeldet. Chirurg Niklas Klemm wird den Eingriff durchführen. Wie eben besprochen, wir würden gerne diese größer werdende Zyste auf der linken, auf der rechten Seite ihrer Niere entfernen. Wir werden die Nieren, also wir werden die Niere erstmal darstellen. Wir werden diese Zyste genau uns angucken und werden die Zyste dann keilförmig rausschneiden müssen. Da muss ein bisschen Nierengewebe mitgenommen werden. Dabei müssen wir auch die Nierenarterie dann abklemmen, damit wir dann. Ja, jetzt reicht. Das wird doch so langsam ekelig. Ja, ach das. Ja. Okay, ich dachte jetzt so, Sie kämen aus der Metzgerfamilie, da könnte ich richtig mal so wie früher in der Anatomie alles mal richtig erklären. Nee. Okay, ja, okay, alles klar, ja gut. Wenn man in der Schokoladenfabrik arbeitet, will man auch nicht den ganzen Tag Schokolade essen, ja, oder? Wie sieht das bei Ihnen aus? Wenn man in der Metzgerei arbeitet, isst man auch kein Fleisch. Ja, okay, gut, kann ich irgendwo nachvollziehen. Und dann würde ich sagen, kommt gleich der Anästhesist erstmal zu Ihnen. Okay. Tatsächlich haben die Ärzte schon einen Verdacht, was die Schwäche und den Kollaps des 18-Jährigen ausgelöst haben könnte. Seine beiläufige Bemerkung im Einleitungsraum hat gezeigt, dass er die Lebenseinstellung seiner Metzgerfamilie nicht zu teilen scheint. Nach dem Eingriff, in dem die Zyste an der Niere erfolgreich entfernt worden ist, hofft Dr. Silvia Sommerfeld, dass Tim endlich mit der Sprache herausrückt. Die Operation ist super gut verlaufen. Die Zyste konnte insgesamt entfernt werden. Also es ist jetzt davon auszugehen, dass die Funktion dieser Niere total in Ordnung sein wird. Ja, das ist wunderbar gelaufen. Das freut mich auch sehr. Aber da hatten wir ja noch ein weiteres Problem. Tim, das waren die Mangelerscheinungen, die wir da im Labor gesehen haben, gell, in der Blutuntersuchung. Jetzt hat mir der Kollege, der dich operiert hat, der hat mir was erzählt von einer Bemerkung, die du gemacht hast im Rahmen der Einleitung der Narkose. Du weißt sicher, wovon ich spreche. Und das würde natürlich allerhand Licht ins Dunkel bringen. Von daher wäre es mir ganz recht, wenn du das noch mal uns erklären könntest. Wo soll ich anfangen? Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Nachdem ich zu Hause ausgezogen bin, esse ich kein Fleisch mehr.
Und ich lebe vegan. Was? Ja. Du isst kein Fleisch mehr, habe ich das jetzt richtig gehört? Vegan? Und nicht nur kein Fleisch, ne? Nein. Es kam dann schließlich raus, dass Tim seit einem halben Jahr, seit er sein Elternhaus verlassen hat, eine vegane Lebensweise praktiziert. Was ja sicherlich auch eine sehr gute Sache ist. Allerdings hatte er dabei versäumt, die Nahrungsbestandteile, die er jetzt nicht mehr zu sich nimmt, sich auf andere Art und Weise zu besorgen. Warum hast du uns das nicht mal früher gesagt? Ich hatte Angst, euch zu enttäuschen. Wegen dem Studium. Ihr bezahlt mir extra das Studium, damit ich den Betrieb übernehmen kann. Aber das will ich gar nicht. Ich mache das Studium wirklich gerne, aber ich möchte nicht unseren Betrieb übernehmen. Es kommt wieder was Neues. Ich verstehe das alles gar nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel zu folgen. Der Betrieb ist ja seit Jahren in unserer Familie. Ja, aber den kann doch Max übernehmen. Das muss doch nicht ich machen, oder? Ich soll ihn übernehmen? Ja. Das wäre cool, aber... Du machst das doch eh so gerne. Ja, das stimmt schon, aber... Ja, passt du doch viel besser dahin als ich. Das klingt ja super. Aber das klingt ja toll. Sie haben zwei Söhne. Ja. Und ich kann nach meinem Studium was anderes machen, was mir vielleicht gefällt. Und wie siehst du das jetzt? Das kommt jetzt alles ein bisschen überraschend. Ja, also wichtig ist, dass der Junge glücklich ist, ne? Mit dem, was er macht. Ja. Die Reaktion war wirklich so, dass die Eltern großes Verständnis gezeigt hatten und auch der jüngere Bruder ihn da unterstützt und bereit war, in der Familie die Nachfolge des Betriebes anzutreten. Tim ist froh, dass er seiner Familie endlich die Wahrheit gesagt hat und nach seinem Studium nun das machen kann, was er wirklich möchte. Der 18-Jährige wurde 4 Tage später entlassen und hat mit Hilfe einer Ernährungsberaterin gelernt, wie er trotz seiner veganen Lebensweise einen gefährlichen Nährstoffmangel vermeiden kann.